Der Fotograf Tobias Zeloni hat uns zwei großformatige Fotos für diese Wahl als Einzelblätter geschaffen. Tobias Zeloni ist Jahrgang 73, hat Dokumentarfotografie studiert und darf als einer der bekanntesten Vertreter seiner Zunft gelten. 2015 hat er die Bundesrepublik Deutschland auf der Biennale di Venezia mit seinen Arbeiten vertreten. Er dokumentiert vor allem Jugend- und Subkulturen am Rande der Gesellschaft und tut dies vorwiegend auf Reisen. In welchem Land sind unsere beiden Fotos entstanden? Ja, die beiden Aufnahmen sind aus einer ganz aktuellen Serie, die bisher unveröffentlicht ist. Und zwar war Tobias Zeloni in Japan. Dort ist er auf eine Community gestoßen von jungen japanischen Brasilianern, die eine ganz bewegende Geschichte verbindet. Und zwar sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts Japaner nach Brasilien gegangen, weil dort Landarbeiter vor allen Dingen im Kaffeeanbau gesucht wurden. Und als jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Japan Arbeitskräfte fehlten für den Automobilbau, sind diese Familien zurückgekommen. Und zu dieser Gruppe, also einer ganz jüngeren Generation dieser Vorfahren, die nach Brasilien gegangen sind, stammen eben auch diese beiden hier dargestellten Personen, ein Liebespaar. Man kann sich vorstellen, sie leben in einer dieser Trabantenstädte, die wie Toyota City entstanden sind, nur um diese Autofabriken herum. Und diese Community fühlt sich in keiner dieser Welten richtig zu Hause. Sie haben weder in Japan noch in Brasilien Fuß gefasst. Und die hat Tobias Zeloni für diese Serie fotografiert. Wie kommt es zu den eigentümlichen Lichtstimmungen in seinen Fotos? Ja, Zeloni fotografiert vor allen Dingen bei Dunkelheit abends und er arbeitet nur mit natürlichem Licht. Das sieht man sehr schön hier auf dieser Aufnahme, dass dadurch eben auch nur das, was leuchtet, wie eine Straßenlaterne oder Fenster, quasi die Stimmung des Bildes bestimmen. Und auch hier ist es so, auch hier sieht man, dass nur die Teile, die reflektieren, zu sehen sind bei dieser Straßenansicht. Man sieht das sehr schön an einzelnen Sequenzen, wo eben etwas reflektiert, eine Leuchtreklame oder Licht aus einem Fenster. Und das macht eben diese besondere Stimmung von seiner Fotografie im Allgemeinen aus. Und kann man davon sprechen, dass er seine Fotos stellt oder sind es eher Schnappschüsse, dokumentarische Schnappschüsse? Ja, es ist etwas dazwischen. Er arbeitet dokumentarisch, aber die Gruppen wissen natürlich, dass er dabei ist und sie inszenieren sich natürlich damit auch immer ein Stück weit für die Kamera. Das ist eine Beobachtung, die Tobias gemacht hat, dass eben in allen Jugendkulturen ähnliche Codes in Kleidung, Inszenierung gelten durch die allgemeinen Medien wie Instagram, Social Media, sodass es tatsächlich immer eine Art Inszenierung gibt, die aber er nicht unbedingt steuert. Wie verhalten sich diese beiden Bilder zueinander? Sind es explizite Einzelaufnahmen oder sind sie im Zusammenhang einer größeren Serie zu denken? Also ich glaube, diese größere Serie ist noch im Entstehen. Es ist, wie gesagt, ein ganz frischer Werkkomplex. Aber ich finde es wichtig bei Tobias Zeloni, dass er eigentlich starke Einzelbilder macht. Also er hat so richtig Ikonen der Fotografie schon jetzt geschaffen. Und erst durch das Nebeneinander verschiedener Bilder erzählt er seine Geschichten von den Communities. Und so finde ich, sind auch diese beiden Aufnahmen so wie Schlaglichter auf das heutige Japan, die für sich genommen stehen, aber zusammen eben eine Einheit bilden oder eine Geschichte erzählen, die es so vorher nicht gibt.